Der Name Phenicom kommt aus dem Namen Felderhof, aus dem Namen Nisporek und CM für Kommunikation. Mittlerweile sind wir 20 Mitarbeiter mit einer Niederlassung in Halberstadt und wir betreuen hier in der Region Braunschweig, Hannover, Magdeburg bis runter nach Göttingen, bis hoch nach Celle über 3.500 Kunden. Wir sorgen dafür, dass der Kunde in Verbindung bleibt. Wir fahren raus zum Kunden, sprechen mit dem, wo sind seine Schmerzen, was kann er dementsprechend innovieren, wie kann er sich zukunftsmäßig aufstellen. Und dann machen wir ein Angebot, das genau auf ihn passt und dann unterbreiten wir ihm quasi die entsprechende Lösung. Es gab Meilensteine. Die erste Mitarbeiterin einstellen, das war ein Meilenstein. Das war eine Überwindung, weil man war es nicht gewohnt. Hast dir Sorgen gemacht, kannst du die noch bezahlen? Nächsten Monat sind genügend Aufträge da. Das waren Meilensteine. Der zweite Meilenstein war unter anderem, als wir die erste Millionengrenze erwischt haben. Das hat nicht viel gefehlt und dann waren wir, los, hol jetzt den Auftrag, wir müssen das machen. Und da waren wir alle elektrisiert und ja, angefixt, um diese Million zu erreichen. Und dann haben wir das erreicht und dann gab es eben halt eine Flasche Sekt und ein schönes Frühstück. Und das war eine schöne Geschichte. Ich glaube, ich führe ganz gut, weil für mich ist es eben halt der respektvolle, wertschätzende Umgang mit den Mitarbeitern. Also was zeichnet die Wirtschaftsregion 38 aus? Vor langer, langer Zeit hat mir jemand gesagt, Braunschweig ist ein Dorf mit Straßenbahn. Und ich bin der Meinung, es trifft es auf den Punkt. Hier ist in der Region 38, Braunschweig und Umgebung, eine gewisse Herzlichkeit da. Man unterstützt sich, man hilft sich. Und das ist das Schöne daran. Ja, man muss sich aber ordentlich benehmen. Und dann funktioniert das Ganze auch.